Anna Ermkova legte einen fulminanten Start bei Let's Dance hin. Vor der Auftaktfolge offenbarte sie noch in einer Frage-Antwort-Runde mit Blick auf die Jury: Ich bin aufgeregt. Ich habe Angst, weil man sich als Erwachsene nicht wirklich in eine Situation begibt, wo andere nur über dich urteilen. Und weiter. Man muss sich darauf einstellen, so dass man sich sagt, okay, das ist zu meinem Vorteil. Ich werde daraus lernen und das mitnehmen. Zu ihrer wohl selbst größten Überraschung musste die Bäckertochter in der ersten Folge aber keine harte Kritik befürchten. Ganz im Gegenteil fand Juror Joachim Jambi besonders lobende Worte für die 22-Jährige. Davon zeigte sich besonders Anna erleichtert. Anna Ermakova wird besonders emotional. In der Kennenlernshow von Let's Dance überzeugte besonders Anna Ermakova mit ihrer Leistung. Sie holte sich sogar kurzerhand das Direktticket und darf in der ersten richtigen Show nicht rausgewählt werden. Für den langsamen Walzer erhielt sie prompt 23 Punkte. Joachim Jambi meinte in seinem Urteil, ich fange mit der wirklich Besten in der Gruppe an, mit Anna. Für heute war das sehr ordentlich. Im Interview mit RTL sagte sie nach der Sendung, das habe ich nicht erwartet und ich bin wirklich dankbar. Jetzt will ich dranbleiben und weitermachen mit dem Training. Sie beschrieb sich selbst als optimistischen, aufgedrehten, lauten und sehr witzigen Menschen. Sie gab allerdings auch zu, aber wenn etwas schief läuft, bin ich total hart zu mir selbst. Dann ziehe ich mich meist zurück. Ob das in den kommenden Folgen zu beobachten sein wird, bleibt abzuwarten. Anna meinte in jedem Fall. Sie sei sehr überwältigt davon und sehr glücklich über ihren Showstart. Valentin Lusin wird sie als Tanzpartner auf ihrem Weg in der Sendung unterstützen. Der werdende Vater sagte offen über die Zulosung: Jetzt kann ich es ja verraten. Sie ist meine Wunschpartnerin gewesen. Nun freue er sich sehr darüber, dass das Training mit Anna losgehe.